Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wie ihr seht, geht es heute um den Rasenroboter, den ich hier ja im Einsatz habe und mir immer noch Probleme macht. Hier kommt das Update. Nach dem Intro geht's gleich los. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wollen wir uns nochmal um meinen Kress-Rasenroboter kümmern. Und zwar bin ich da ja noch ein Update schuldig nach den Problemen. Das Video verlinke ich euch hier oben. Ja, was hat sich getan jetzt nach dem Video? Das war ja das Problem, dass ich den Kress-Roboter auf die Firmware 3.26 wohl updaten konnte oder upgraden, aber er spielte dann ja verrückt. Das habe ich ja in dem Video dementsprechend schon gezeigt, indem ich beide Versionen nebeneinander parallel habe laufen lassen und er spielte da ein wenig verrückt, so nenne ich es mal. So, jetzt ist einige Zeit ins Land gegangen und der Händler wollte erst einen Ersatzroboter zum Ausprobieren mal hinstellen mit der aktuellen Version, hat das dann aber jetzt doch nicht gemacht, weil er Rücksprache gehalten hat mit dem Service von Kress. Oh, geht das? Auf alle Fälle, dort haben sie ihm gesagt, er sollte mal die Elektronik für die Ladestation austauschen. Ja, so im Nachhinein klingt das ja auch gar nicht mal so ganz verkehrt. Weil es könnte ja sein, wobei ich es nicht weiß, wenn ihr es besser wisst, schreibt mir das in den Kommentaren, dass eventuell in dieser Elektronik so ein bisschen der Führungsdraht oder Randdraht anders gepulst wird oder stärker oder vielleicht war die Elektronik auch nicht ganz fit oder musste halt gewechselt werden. Das hat der Kollege dann auch gemacht und dann konnte ich es leider noch nicht ausprobieren, aber jetzt haben wir ja wirklich tagelang schönes Wetter gehabt und dann habe ich ihn mal laufen lassen. Und siehe da, ja, wunderbar, er hat bis jetzt noch keine Fehlfunktion gehabt in dieser Richtung, wie ich sie dargestellt habe. Also er hat sich genauso verhalten wie die andere Version in der 3.08. Tadellos erstmal, soweit ich das jetzt beurteilen kann. Das Einzige, was dann direkt aufgefallen ist, das habe ich auch noch keine Erklärung für, habe ich auch noch nicht mit dem Händler Rücksprache gehalten, ist, wenn er zur Ladestation zurückkommt, fährt er rein und verfehlt die dann ein wenig, indem er eventuell nicht ganz passgenau reinfährt oder etwas vielleicht zu forsch, zu schnell an den Kontakten vorbeirauscht und dann wieder keinen Kontakt hat und macht eine Ehrenrunde. Das kann dann sein, dass beim zweiten Mal er das immer noch nicht findet und dann natürlich eine Fehlermeldung rausspuckt. Nicht so schön. Und man kann eigentlich sagen, das passiert so jedes dritte Mal und das ist natürlich noch nicht so toll. Dazu muss ich noch sagen, haben wir ja noch ein Problem, dass er in diesem Bereich, wo die Ladestation ist, eigentlich immer sich sozusagen verfangen hat. Und wir hatten ja auch eine virtuelle Mauer gemacht, damit er da nicht so oft reinfindet in diese Sackgasse, in diese Falle. Das hat mir alles überhaupt noch nicht zugesagt und es wurde durch diese Elektronik ja auch nicht besser. Dadurch fährt er ja immer noch in diesen Bereich rein. Und ich habe den Eindruck, dadurch, dass er jetzt den Draht scheinbar besser erkennt, sauberer erkennt, fährt er an einer Stelle, wo er manchmal zufällig wieder rausgefahren ist, wo er da immer hin und her gegangen ist. Das war eine Stelle, wo er manchmal durch eine Drehung plötzlich drüber weg war und ist dann da wieder rausgefahren. Das passiert jetzt gar nicht mehr. Das heißt, er, wenn er einmal drin ist in der Falle, dann bleibt er auch in der Falle und kommt auch nicht wieder raus. Gut, das hat mich jetzt natürlich unheimlich gestört und das musste ich jetzt ändern. Ich bin hingegangen und habe mir überlegt, dass ich das ja auch etwas anders von der Drahtführung gestalten kann und habe jetzt
mir den Draht, womit die Insel verbunden worden ist, habe ich gekappt, habe die Insel auf einer anderen Stelle wieder verbunden und habe die virtuelle Mauer ausgenommen. Und das sehen wir uns jetzt mal an. Also ich bin hingegangen und habe jetzt die Knackpunkte, also die Eckpunkte, die die Verbindung herstellen zur Insel, habe ich erstmal geöffnet, um an den Führungsdraht dran zu kommen. So ist die Fahrtrichtung. So, und das ist die alte Fahrtrichtung. Die machen bei solchen Außenkanten immer so einen merkwürdigen Knick, sage ich mal. Und das kappe ich jetzt natürlich komplett, so dass wir dort diese Inselverbindung neu erstellen können, die ja an einer etwas anderen Stelle ist. Und dazu nutze ich solche Verbinder, die mit Gel gefüllt sind. Die machen die Sache dann natürlich wieder wasserdicht. Man könnte das natürlich auch mit einem Lötkolben und Schrumpfschlauch machen. Hatte jetzt aber die Verbinder schon mal gekauft und ist eigentlich ziemlich simpel und so kann es auch jeder nachmachen. Ja. Und genau hier nehme ich jetzt die Stelle los, wo die neue Inselzuführung gelegt wird. Ich könnte es auch über den Rasen verlegen, aber ich dachte, wenn ich einmal losnehme, dann nehme ich es richtig los. Vorher fuhr er so, Schleife und dann diese Kante lang. Das ändern wir jetzt natürlich, weil er jetzt eine Verbindung nach da kriegen muss. Und zwar mit 12 cm Abstand. Also müssen wir den jetzt hier irgendwo durchschneiden. So, wo ist der richtige Moment? Ich glaube. Den schneiden wir. Ja. Und ich denke mal. Ja, das läuft ganz gut so wie das. So, die Inselzuführung ist soweit verlegt. Ich mache jetzt noch die Rasenfläche wieder zu und den ersten Testlauf, ob er die innere Schleife findet. Die hat er jetzt sauber abgefahren, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und die äußere Seite fährt er jetzt auch sauber ab und bin da erstmal mit zufrieden. So, ich will dann mal noch diese Gegenüberstellung machen. Was hat sich verändert, so dass ihr eine Übersicht habt, indem ich diese beiden Bilder nochmal spiegel, alte Führung, neue Führung, soweit man das jetzt so gegenüberstellen kann, weil er fängt doch an einer anderen Stelle an zu mähen wie vorher. Das zeige ich euch noch eben. So, bei dieser Gegenüberstellung, die natürlich sehr hinkt, fährt der links jetzt durch die Inselzuführung, die alte Version. Und auf der rechten Seite hat er gerade schon eben die Inselzuführung als erstes erreicht. Links hat er jetzt die virtuelle Mauer, die ich ja abgebaut habe, die dann nicht mehr existiert. Wobei er rechts jetzt genau an dieser Stelle einfach nur um die Ecke fährt. Und fährt rechts jetzt natürlich auf die neue Inselzuführung zu und ist eine Mini-Sackgasse geworden. Auf der linken Seite fährt er jetzt wieder in die Richtung
zur Ladestation, was er jetzt beim Rückweg bei der rechten Seite natürlich auch macht. So, und dadurch habe ich jetzt auch keine richtige Sackgasse mehr. Also er fährt in diesen, es sind ja noch Sackgassen, aber er findet sofort auch wieder raus. Also von daher ist das jetzt wesentlich angenehmer. Er rödelt da nicht mehr so lange in einem Bereich rum, sondern er fährt wieder raus, macht den großen Teil des Rasens, dann macht er wieder, kommt er mal in so eine Sackgasse eben rein, aber er ist dann aber auch sehr schnell wieder weg. Ja, das war im Moment ein, sag ich mal, für mich eigentlich sehr positiver Effekt, den ich damit erzielt habe. Und bin, jetzt ist es ja erst 2 Tage, aber sehr gut damit zufrieden. Naja, wenn ihr es seht, ist vielleicht schon eine Woche vergangen oder 2. Auf alle Fälle, die Lösung mit dem Einparken in der Ladestation habe ich noch nicht gefunden. Das muss ich jetzt nochmal beobachten, weil ich ja vielleicht jetzt auch die Drahtlänge ein bisschen verändert habe durch diese Umänderung. Vielleicht hat sich das jetzt ja auch gelegt. Das werde ich jetzt mal beobachten müssen und dann schauen wir mal weiter. Bin schon am Überlegen, ob ich wieder meinen alten Rasenmäher mit 230 Volt Anschluss raushole. Quatsch. Ja, ich war eigentlich guter Dinge und bin es jetzt auch noch, aber hundertprozentig ist es halt noch nicht beseitigt. Ich habe immer noch wieder Probleme, dass sich der Rasenroboter auf meinem Handy meldet. Und zwar solche Meldungen in unregelmäßigen Abständen. Oder man kann das natürlich auch mit der neuen App oder beziehungsweise mit der neuen Firmware 326 kann man das natürlich in dem Aktivitätenprotokoll auch nachlesen. Das seht ihr hier, da steht dann auch immer irgendwas manchmal drin und ich kann aber nicht direkt feststellen, wo das war, weil er ist jetzt nicht direkt rausgefahren und hängen geblieben, sondern keine Ahnung, es muss irgendwas anderes gewesen sein. Da bin ich natürlich hingegangen, um das festzustellen in diesem Logfile von dem Rasenroboter selber. Hab also einen USB-Stick reingesteckt, hab den eben runtergeladen und hab mir das angesehen. Das zeige ich euch jetzt hier nochmal. Aber es ist, wie soll ich sagen, ich komme da nicht schlau raus, sagen wir mal so, dass ich da wirklich was raus erkenne. Weil da steht wo irgendwas mit 2 Meter nach Start und 4 Meter nach Start. Keine Ahnung, das, warum jetzt gerade an der Stelle oder danach läuft er wieder fast tadellos, fast deswegen, weil wie gesagt ab und zu dann doch mal die Meldung kommt, wire missing. Ja, was macht man damit? Ich weiß es nicht. Das Ding ist halt nicht mehr festmachbar an irgendwas. Was aber im Moment jetzt nach doch mehr Wochen, weil ich wollte das Video eigentlich früher bringen, habe mich dann aber doch entschlossen, ein bisschen zu warten, weil wie gesagt, es kann ja noch viel passieren. Er hat in letzter Zeit zumindest nicht so, dass ich es gemerkt habe, hat er nicht mehr diese Ladestation verfehlt, also drüber weggeschossen. Und hat dann eine Ehrenrunde gedreht, dass er da wieder hinkommt. Also konnte ich nicht feststellen. Ich konnte auch nicht in den Logfiles irgendwas dementsprechend finden. Sonst hätte ich das natürlich nochmal kontrolliert. Also von daher ist es vielleicht jetzt gerade auf normalem Niveau. Es kann aber auch sein, dass das Ganze wetterabhängig ist. Es ist jetzt nicht total nass, so dass man permanent nur im Nassen laufen lässt oder so. Das könnte also durchaus sein, dass es damit noch irgendwas zusammenhängt. Oder dieser Roboter, dieser Kress-Roboter, hat eine künstliche Intelligenz und hat gelernt, dass er mit dieser neuen Drahtführung jetzt nach einiger Zeit klarkommt. Ja. Schreibt mir es mal in den Kommentaren, ob ihr das bestätigen könnt.
Die Firmware ist jetzt seit längerer Zeit immer noch auf der Version 3.2.6. Also es wird auch nichts anderes angeboten. Vielleicht habt ihr andere Erfahrungen gemacht. Interessant wäre mal zu wissen, habt ihr denn jetzt so ein Vox oder so ein Kress, die ja ein bisschen ähnlich sind, obwohl ich da schon hingewiesen worden drauf bin, tolles Deutsch, dass der Kress einen stärkeren Motor hat, der Kress hat einen stärkeren Motor gegenüber diesen Vox, den ich da seinerzeit auch genannt habe in dem anderen Video. Ich verlinke es euch nochmal da vorsichtshalber da oben, falls ihr das nochmal sehen wollt. Und ich habe in diesen Kommentaren von diesem Video, hat mir jemand geschrieben, habe dann aber irgendwie keine Korrespondenz hingekriegt, der hätte bei solchen Problemen ein anderes Vorderrad gekriegt. Ja, das Vorderrad könnte ich mir auch gut vorstellen. Es ist auch so ein bisschen klein, wendig und bleibt natürlich gerne in den kleinsten Löchern vielleicht hängen. Das heißt, so eben mal über den Rand, wupp, ist er weg. Wenn das vielleicht so ein dicker Ballon ist, mag sein, dass es besser ist. Habe ich aber noch nichts von gehört. Ich weiß auch nicht, ob es den gibt oder ob man das nachrüsten kann, ob es nur für den Vox gibt, aber das sollte dann egal sein, weil das ist ja nichts Kompliziertes. Das ist ja nur ein Gestänge, wo dann ein Rad drauf ist. Vielleicht gibt es das in größer, in wuchtiger, in weiß der Geier. Größer darf ja gar nicht sein, nur breiter, weil größer wird er ja den Rasenroboter anheben. Beim Anheben wird ja diese Rasenfläche von dem Messer nicht mehr sauber erwischt werden. Der Vollständigkeit halber habe ich noch eine kleinere Änderung gemacht. Da, wo der Kressroboter in der Ecke immer in seinen eigenen Saft sozusagen drehte, hat er mir den Rasen natürlich sehr kaputt gemacht. Das war ein bisschen wohl zu klären mit der Drahtführung, aber ganz weg ging das nicht. Irgendwie hat er sich mit der Ecke angefreundet. Die habe ich dann leicht gepflastert, so dass es jetzt ein wenig besser aussieht. Ihr habt jetzt im Hintergrund die Bilder gesehen, wenn er in diese Sackgasse reinfährt, in diese große Sackgasse, wo er jederzeit auch wieder rausfindet, ohne Probleme. Und genauso auch in der ganz kleinen Sackgasse findet er genauso schnell wieder raus, wie man es eigentlich sich auch vorstellt. Ja, liebe Bastlerfreunde, das Video ist jetzt zu Ende und ich hoffe, ihr konntet was mit diesen Informationen anfangen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann natürlich nicht vergessen, bitte einen Daumen hoch. Andererseits über Kommentare, was kann ich noch verbessern, was kann ich noch mal ausprobieren oder ändern. Also die Kabelführung bin ich jetzt super mit zufrieden, also wirklich absolut. Ich zeige euch noch mal, was ich noch in einer Ecke ein bisschen geändert habe oder habe ich es auch schon gezeigt, habe ich ein bisschen noch gepflastert, weil da rödelt er doch ein bisschen öfter rum und macht. Und da habe ich gesagt, ich muss sowieso ein bisschen Platz haben, um in die Ecke zu kommen. Habe ich ein bisschen gepflastert, habe den Rasen weggenommen. So, also, ich kann nur sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann wie gesagt, die Daumen hoch nicht vergessen. Und falls ihr solche Videos von diesem, vielleicht weniger, aber mehr von den Bastelvideos sehen wollt, dann abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wollt ihr das nächste Video nicht verpassen, dann aktiviert die Glocke. Dann seht ihr, wann das nächste Video vom Beinbastler hochgeladen wird. Ich wünsche euch was, schönen Tag noch oder Nacht. Tschüss, bis zum nächsten Mal.